Bei der Umrüstung der Reifen auf Tubeless wird der Schlauch durch ein flüssiges Dichtmittel ersetzt, der Dichtmilch. Das bringt sogar einige Vorteile gegenüber der Schlauchvariante. Man spart Gewicht, der Rollwiderstand verringert sich, während Grip und Pannenschutz sich erhöhen. Dafür steigt der Wartungsaufwand. Die Umstellung wird aber zum Kinderspiel, wenn man ein paar kleine Dinge beachtet. Ob deine Felgen und Reifen für eine Schlauchlosumrüstung geeignet sind, siehst du an einem entsprechenden Aufdruck oder auf der Herstellerwebseite. Das Felgenband sollte in einwandfreiem Zustand sein und es wird jeweils ein Tubeless-Ventil montiert. Der erste Tipp klingt vielleicht banal, aber wenn du die vorgeschriebene Reifenlaufrichtung nicht beachtest, sind die Chancen 50-50, dass du die ganze Arbeit nochmal von vorne beginnen darfst. Und das will ja keiner. Schau also immer auf den Reifenaufdruck. Besonders bei der Tubeless-Montage ist ein guter Reifensitz wichtig. Denn umso besser der Reifen über der gesamten Lauffläche im Felgenbett liegt, umso besser ist später das Ergebnis, wenn weniger Luft über die Flanken entweichen kann. Damit der Reifen beim Aufpumpen von selbst in die Flanken rutscht, kann entweder Montagefluid oder eine eigens angemischte Seifenlauge aus Spüli und Wasser verwendet werden. Bei der Montage vor dem Aufpumpen dann beide Flanken damit einstreichen und der Reifen flutscht geradewegs in seinen Sitz. Dadurch werden auch allgemein Verspannungen des Reifens mit der Felge vermieden, was so aussehen kann, als würde das Rad eiern. Stopp mal. Tubeless-Montage mit einer gewöhnlichen Standpumpe? Hier braucht man doch einen Kompressor. Nicht unbedingt, aber eins nach dem anderen. Ich erkläre mal allgemein das Prinzip. Sobald mehr Luft in den Reifen hineingepumpt wird, als gleichzeitig ausströmen kann, füllt er sich. Anstatt einen Kompressor zu verwenden, bei dem einfach eine viel höhere Luftmenge in den Reifen einströmt, als irgendwie entweichen kann, kann man auch an der anderen Seite ansetzen. Und zwar die ausströmende Luft zu minimieren. Durch ein bisschen Vorarbeit am Reifensitz erreicht man schon viel. Im Prinzip geht man her und platziert die kompletten Reifenflanken händisch auf dem breitesten Felgendurchmesser, damit beim Aufpumpen möglichst wenig Luft entweichen kann. Dafür einfach etwas seitlich am Reifen ziehen und schon rutscht er in Position. Das reicht auch meist schon, damit er sich aufpumpen lässt, sogar ohne Dichtmilch. Die kommt später rein. Wenn das aber noch nicht ausreicht, gilt es dafür zu sorgen, dass noch weniger Luft entweichen kann. Warum also nicht den Reifen über den gesamten Umfang, beispielsweise mit einem Spanngurt, etwas auf die Felge drücken, um den Luftspalt weiter zu verkleinern? Ein Versuch ist das allemal wert. Zieh aber den Gurt nicht mit aller Gewalt zu, weshalb auch kein Spanngurt mit Ratsche verwendet werden sollte. Hier läuft man Gefahr, die Felge zu überlasten. Wenn das bisher alles nichts geholfen hat, muss man doch schwerere Geschütze auffahren. Und zwar muss die einströmende Luftmenge so weit erhöht werden, dass dem Reifen keine andere Wahl mehr bleibt, als in die Felge zu springen. Dafür wird erstmal der Ventileinsatz herausgeschraubt. Denn eins ist klar, durch eine größere Öffnung lässt sich logischerweise in der gleichen Zeit auch mehr Luft pumpen. Vielleicht passt deine Pumpe, eventuell mit Adapter, auch direkt schon auf den Ventilschaft. Dann macht es Sinn, das Ventil schon von Anfang an herauszunehmen, auch wenn man nur von Hand pumpt. Das effektivste Hilfsmittel ist aber ein separater Druckbehälter, der quasi wie ein Druckluftkompressor funktioniert. Er wird manuell über ein separates Ventil mit Luft befüllt, die dann mit einem Kugelhahn gleichzeitig komplett in den Reifen abgelassen werden kann. Hier ist auch die Position der Reifenflanken egal. Einfach Flutschi drauf, Hahn auf und der Reifen sitzt. Bei mir kommt dann für gewöhnlich die Milch über den Ventilschaft rein. Man kann sie natürlich auch schon vorher in den noch offenen Mantel kippen. Ich finde aber, es ist am saubersten, das erst am Schluss zu machen, falls zwischendrin doch mal etwas schief läuft. Dann den Ventilansatz wieder rein, den Reifen aufpumpen, die Milch überall im Rad verteilen und raus auf die Trails damit. Aber wie läuft das jetzt, wenn ich doch mal eine Panne habe? Im Normalfall ganz einfach. Einer der größten Vorteile der Tubeless-Bereifung ist, dass die Dichtmilch selbstständig Löcher wieder verschließt und die Fahrt ohne Verzögerung weitergehen kann. Ist das Loch aber mal etwas größer, so gelingt das nicht immer zu 100%. Dann können sogenannte Dichtpfropfen helfen. Beim Auto macht man übrigens genau das gleiche, wenn man etwas im Reifen stecken hat.
Man reibt das Loch mit dem Werkzeug kurz aus und steckt den Pfropfen rein. Das war's dann schon, der Reifen ist wieder dicht. In der Regel ist eine Panne so recht schnell behoben. Alternativ hat man natürlich trotzdem die Möglichkeit, einen Ersatzschlauch mitzunehmen und den bei einer Panne in den Reifen einzuziehen. Ich persönlich habe eigentlich immer einen mit dabei. Zurück zu Hause kann der Reifen dann immer noch mit Tubeless Patches geflickt werden, was genauso funktioniert wie einen Schlauch zu flicken. Wie zu Beginn schon erwähnt, hat man mit einer Tubeless-Bereifung einen etwas höheren Wartungsaufwand. Was als erstes auffällt, dass die Reifen mit der Zeit etwas mehr Luft verlieren als bei der Schlauchvariante. Da man aber zur Sicherheit eh vor jeder Fahrt seinen Luftdruck kontrollieren sollte, ist das praktisch kein wirklicher Mehraufwand. Der größte Nachteil liegt sicherlich in der Haltbarkeit der Milch. Diese ist typischerweise zwischen 3 und 6 Monaten, je nach Hersteller. Das liegt ganz einfach gesagt an der Natur der Sache, die Milch ist ja quasi eine gerinnende Gummilösung, bestehend aus Wasser, Frostschutz und Flüssigkautschuk, die Löcher im Reifen bei einer Panne mechanisch verstopfen soll. Mit der Zeit trocknet die Milch aber ein und das schmälert den Pannenschutz. Das lässt sich aber ganz einfach verhindern, indem man regelmäßig etwas Milch nachfüllt, was auch die Funktion erhält. Die Milch vor jeder Verwendung auch unbedingt gut schütteln, damit die Suppe gut durchmischt wird und die so wichtigen Gummipartikel nicht als Ablagerung in der Flasche zurückbleiben. Dort bringen sie bei einer Panne nichts. Zum nächsten Punkt. Gelegentlich macht es Sinn, das Felgenband zu erneuern. Beispielsweise, wenn man den Reifen nicht mehr recht dicht bekommt oder eindeutige Beschädigungen erkennbar sind. Generell ist das richtige Band 2 mm breiter als die Maulweite der Felge. Am einfachsten geht die Montage auf einem Montageständer. Die Felge sollte möglichst fettfrei sein, diese also zuerst mit Alkohol reinigen. Und dann kommt der Trick. Das Felgenband lässt sich am besten unter permanentem Zug anbringen. Wenn man hierzu die Bremse leicht mit einem Kabelbinder oder Klettband fixiert, dreht das Rad schwergängig und man kann während der Montage leicht umgreifen, ohne das Band entlasten zu müssen. Den Anfang und das Ende lässt man jeweils 10 cm vom Ventil gemessen überstehen. Dann das Band noch andrücken und zu guter Letzt ein Loch für das Ventil stechen. Und dann kommt auch der Reifen schon wieder drauf. Wenn ein neuer Reifen montiert wird, spricht auch nichts dagegen, die alte Dichtmilch weiter zu verwenden. Ich gebe zu, mit einer Spritze, in die man die alte Milch einzieht, würde das viel einfacher und eleganter gehen. Aber naja, geht auch so. Dann einfach so viel neue Dichtmilch hinzugeben, damit die erforderliche Füllmenge wieder passt. Ich mache das hier auch nur grob, etwa zwischen 20 und 30 ml. Und zu guter Letzt noch ein Tipp, um noch mehr aus der Tubeless-Bereifung herauszuholen. Wenn du mal den Reifen nicht recht dicht bekommst oder die Milch auch in der Lage sein soll, größere Löcher von selbst zu stopfen, gibt man einfach noch mehr Partikel in die Suppe hinein, die dann effektiv als Stopfmaterial wirken. Das geht zum Beispiel mit Glasfaserschnitzel. Man sollte aber auch bedenken, dass die in der Regel scharfkantig und nicht einfach biologisch abbaubar sind. Wenn man dann doch eine Panne hat und einen Schlauch einziehen muss, müsste das ganze Zeug auf jeden Fall zuerst raus. Weil sonst fährt man im Handumdrehen wieder den nächsten Platten. Deshalb empfiehlt es sich vielleicht nochmal in der Kiste der Füllstoffe für Kunstharzsysteme, wofür Glasfaserschnitzel eigentlich eingesetzt werden, nach einer Alternative umzusehen. Et voilà, hier haben wir die Baumwollflocken. Fluffig und abbaubar. Ich habe die Baumwollflocken jetzt seit einigen Wochen drin und bin mit dem Ergebnis soweit sehr zufrieden. Man sollte sich aber bewusst sein, dass sich das Tuning negativ auf die Haltbarkeit der Milch auswirkt. Bei der Schlauchlosbereifung überwiegen für mich auf jeden Fall die Vorteile, also mehr Grip und besserer Pannenschutz, dem etwas höheren Wartungs- und Montageaufwand. Als Vergleich, wir fahren ja auch alle den effizienteren, aber auch wartungsintensiveren Kettenantrieb mit Kettenschaltung, anstatt einer Getriebebox mit eventuell einem Zahnriemenantrieb. Es überwiegt eben die Leistung dem Wartungsaufwand. Was meinst du dazu? Ich freue mich über jeden Kommentar und Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.